Hallöchen! Zurück bei GTA Online, wo sich der Charakter übrigens, wenn man inaktiv ist, wusstet ihr beiden das, dass man dann quasi den Mädels hinterher schaut? Macht man unter anderem, ne? Hm? Und ich schaue gerade auf den Güterwaggon hinterher. So, ich bin auf jeden Fall, habe ich keine Cops mehr am Hintern und jetzt komme ich mal zu euch und wir machen erstmal weiter noch mit ein paar Bankräumen, die dann hoffentlich auch funktionieren. Vielleicht sollten wir mal den Dachtrick überprüfen. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, oder Tobi? Ja, so, also normalerweise funktioniert der echt gut, außer natürlich man hat 3 Sterne, das ist natürlich kacke. Dann in dem ja, aber warum kriegen wir plötzlich 3 Sterne? Deswegen wollen wir die Masken mal ausprobieren. Ich glaube, okay. Das liegt auch daran, wenn man Überfälle vielleicht zusammen macht, dass man dann mehr Sterne kriegt. Kann ich mir vorstellen, ich weiß oder es nicht genau. Oder vielleicht, wenn man den gleichen Laden öfters überfällt, das kann also auch sein. Also ich komm jetzt mal zu euch einfach, ich guck mal auf die Karte einfach, Mabity Map Map. Okay. Mabity Map Map, Mabity Map. Warte mal so lange hier und schau mich mal ein bisschen um. Also ihr seid da vorne, am Vespucci Beach? Genau, am Vespucci Maskenladen quasi. Das ist ja schön. Ich frag mich, wie ich hier wieder rauskomme. Ah, da vorne. Okay, alles klar. Ach, ist das Wetter schön heute. Da war eine Wand. Oh, da war auch eine Wand. Also eben hat es noch gepisst, in der letzten Folge hat es noch geregnet, jetzt kam gerade die Sonne raus. Und jetzt habe ich wieder mein Auto zu Schrott gefahren. Hast du eigentlich auch Kippen dabei, sag mal? Was habe ich dabei? Kippen? Kippen, ja. Wusstest du, dass man rauchen kann? Nö. Hab ich gesehen, irgendwie als Inaktivding, ne? Ja, aber da hat der nur eine Kippenschachtel in der Hand, oder? Nee, du kannst auch richtig rauchen, wenn ihr Select gedrückt haltet und dann mal auf Inventar geht. Boah, wie fahre ich eigentlich diese Folge, Alter? Ich war so scheiße. Und dann sind ganz unten Kippen und wenn ihr A gedrückt haltet, könnt ihr rauchen. Ihr kriegt allerdings Schaden dadurch. Oh, dann lasse ich das sein. Finde ich gut, dass sie das so eingebaut haben, dass man Schaden kriegt. Es verletzt sofort. Wenn man Gras raucht, ist wahrscheinlich gesund. Ach, da habe ich dich gerade noch rauchen sehen, so ein bisschen. Guck mir gerade mal ein bisschen den Beach an, während ich warte. Da stehen unsere Karren. Ja, ich fahre hier gerade alle Schilder um, die mir in die Quere kommen. Mein Auto sieht auch schon wieder schön aus. Einfach die Achsenbruch ist vorprogrammiert. Aber ich finde es so halt auch viel stylischer mit dem engen Heck. War klar. Oh nein. Du magst ja so ein enges Heck, magst du ja ganz gerne. Mach mal Dieter Thomas Heck. Oh, oder Rumpel. Oh. Ich sag da nichts zu. Ich werd keine solchen Witze mehr machen. Ja, ach komm ey, das liegt in deiner Natur. Ich würde so gern. Ey, rammt der mich eiskalt weg, der Schweinepriester. Und das war nicht mal ein Spieler. So, das war meine schlimmste. Alter, es gibt's nicht. Ich habe, glaube ich, mein Auto so zu Schrott gefahren, obwohl ich einfach nur behindert gefahren bin und es nicht mehr irgendwie schwierig war. Oder hinten kommt er, ich gehe mal in Deckung. Oh, hier sind die Ladies. Aber echt. Hi. Guck mal, vielleicht steigen sie ein. Nee, so weit mache ich nicht. Ich gucke hier auch mal gerade, was? Wie dein Auto aussieht. Schön, oder? Boah, die ist aber durchtrainiert. Die hat ein Sixpack, glaube ich. Ist das neue Modell? Wem guckst du hinterher? Ich guck gerade, wie der Turbinator seine Lesbennummer durchzieht. Huch. Ach, die hier, ne? Die, oh ja. Alter! Kannst du doch nicht machen! Jetzt hast du gleich die Cops am Arsch, das ist das Beste. Nee. Hä, wieso ist die sofort tot, Alter? Ist sie tot? Die hast du umgebracht. Was? Mit einem Schlag? Das kann doch nicht sein, Alter! Schöner Schlag im Hinterkopf. Okay, um die Hüte anzusehen. Das wollte ich natürlich nicht, ich wollte die nicht umbringen. Aber Bandanas können wir auch holen. Das ist natürlich geil. Das ist auch geil. Aber nicht fürs Gesicht, oder was? Oberteile. Das ist ja blöd. Ich dachte, die wären es fürs Gesicht hier. Ohrenschütze sind natürlich auch stylisch. Voll behämmert. Biebermützen? Ach, Klamotten hole ich mir jetzt erstmal nicht. Das mache ich später, dann werde ich mich immer neu auskleiden quasi. Cappy sind eigentlich auch ganz nice. Ich zieh mal ein bisschen beiseite. Hä? Ich gehe jetzt mal zu den Masken über. Na? Alter, die sind richtig teuer. Die sind sie auch. Also ich nehme den silbernen Totenkopf. Hä? Ich sehe da keine Änderung. Hast du die Maske schon auf? mit Inventory oder was? Ja, genau. Okay. Laune glücklich ist auch schön. Verletzt. Aha, normal. Gestresst. Selbstgefällig. Okay, ich habe auch einen richtig bösen. Hier, guck mal hier. Ich bin Bushido, Alter. Anisido. Snackessen. Ach, rat mal, welche Maske ich mir geholt habe übrigens. Die silberne. Ich finde, der Tobi hat sich auch den Totenkopf holen sollen. Dann hole ich mir den noch schnell, warte. Ist das bei Helm oder wo ist das? Nee. Bei Maske steht das normalerweise. Ach da, Maske. Habe ich nicht gesehen. Er ist auch die coolste, oder? Natürlich. Oh, die Arme. Tut mir leid. Ey, wir sind die Dead Presidents. Wir sehen aus wie seriöse Doktoren. Am geilsten ist ja wohl dieser eine Film, wie heißt der noch? Gefährliche Brandung? Kennt ihr den? Gefährlicher Brandung. Keanu Reeves unter anderem. Alter, in den Jeep steige ich nicht, der ist viel zu lahmarschig.
Ja, ich habe auch ein Problem, jetzt in mein Auto zu steigen. Ich glaube, das mache ich nicht. Steig mal beim Bronco mit. Weil okay, die Frage ist, wen überfallen wir jetzt? Nächsten Shop, würde ich sagen, oder? Und danach machen wir vielleicht mal eine Mission zur Abwechslung. Das wäre auch mal was Tolles, oder? Hier, hast du doch schon markiert. Super. Jo. So, der Tobi braucht noch ein bisschen mit seinem Jeep. Das Gute ist bei dem Jeep, der fährt halt über alle anderen Autos drüber. Das ist ganz praktisch. Hast du eigentlich auch GPA? Oh Gott. So. Ist auch cool eigentlich, diese Dingsperspektive. Wir sind aber eh gleich da. Lohnt sich gar nicht, die Perspektive einzuschalten. Da vorne ist auch eine schöne Karre. Das lohnt sich immer. Vor allem so, sieht's cool aus, wie wir im Auto sitzen. Wer möchte, ich gehe mit dem Sarazar lieber nicht rein, sonst ist einer wieder tot. Du musst rein, weil ich habe noch keine Munition. Immer noch nicht. Muss ich mir okay, aber bitte geh mir ein bisschen nicht ins Kreuzfeuer. Nee. Übernimm den Laden. Kriegst das schon hin. Ja, wenn ich mit der Maske auftauche, sehe ich seriös nach Käufer aus, du Wichser. Das macht die Taschen leer. Los. So, jetzt machen wir das richtig professionell. Sehr schön. Ich halte auch noch mit drauf, dann wird er noch mehr eingeschüchtert hier. Komm schon. Ich habe nur zwei Sterne, siehst du? Was jetzt? Oh, Alter! Alter! What the fuck? Weil du hier geschossen hast, Alter. Okay, Mist. Ich glaube, Auto. Warte. Okay, drei Sterne, Freunde. Wir müssen abhauen. Okay, warte. Ich hol die Kohle noch schnell raus. Wir hätten natürlich gucken sollen. Okay, mach schnell, Gronkh. Ab in die Karre. So, huch. Ja, okay, jetzt muss ich erstmal... Alter, jetzt hat er hier den Stuhl hingestellt. Wer macht denn sowas? Okay. Das ist schon geil. So, fahr. Okay, die Cops sind am Start. Drei Sterne. Wir können nicht aufs Dach, weil drei Sterne. Da kommen hier wir die Helis. Wir haben drei Cops. Oh. Okay, wir müssen zu den Brücken und uns da irgendwo unterstellen. Gib mir was auf eine Markierung. Ich kann warte. Ich probiere. Ich gucke, ob ich das da gut hinkriege einigermaßen. Oh mein Gott. Der Heli ballert auf uns. Glaube ich, hier könnte vielleicht gut sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Okay, ich hoffe es. Für uns beide. Boah, ich fahr jetzt mal richtig gut. Ich hätte mir die Stelle vorhin merken sollen. Ich voll Spasti, aber ich habe da natürlich... Ich habe eine gute Stelle. Warte, sind hier Bahnschienen? Boah. Da rechts unten ist, Autobahn. Ja, auf die Autobahn ist eigentlich Killer, oder? Aber Autobahn ist... Ja, da sind überall Cops halt, ne? Und Straßensperren. Ich fahr mal drauf. Ansonsten habe ich eine Brücke markiert. Wow, was machst du denn? Ich weiß auch nicht. Ey, clever. Ja, super, fahr. Die Abkürzung 1017. Der gewieft, da oben sind die Bullen. So. Der Heli ist aber noch hinter euch. Ja, der Heli ist noch hinter uns. Wir sind immer noch auf der richtigen Spur wenigstens. Okay, jetzt hier drehen. Und jetzt immer richtig. Und jetzt hier hoch, oder? Ja, genau. Hier hoch und rechts. Scheiße, sind überall Helis, Alter. Wir sind fast gefickt. Ja, geliefert. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Oh. Nee, jetzt nicht den Trick schon wieder. Nee, den kennen wir, haben wir schon gezeigt, jetzt, wie es geht. So. Da hätten wir vielleicht runter gemusst. Ich weiß es gar nicht so richtig. Ist auch egal. Das sieht nach Straßensperre aus. Okay, ich muss was tun. Yeah, sehr geil. Super. Boah, Alter. Jetzt hier runter. Hier rechts runter am besten. Oder, ja, so. Shit. Wir müssen nur gucken, dass sie uns nicht ins Visier kriegen wieder. Ja, im Moment sind wir ganz gut dabei. Von da oben kommen wieder. Ah, Scheiße, jetzt Helikopter haben sie uns irgendwo, glaube ich, oder sowas. Müssen das hier unten, sein. Hier unten, irgendwie nach unten. Boah, ich komme da nicht rüber so. Dann brauche ich ein bisschen mehr Schwung oder irgendeinen Ballast. Ah, hier kommen wir. Da ist eine Rampe. Ah, ja, super. Okay, jetzt bleiben wir unter der Brücke. Genau, irgendwo verstecken. Ich weiß nicht genau, wo man das machen kann. Ich weiß nicht, ob es hier lang geht. Ich habe keine Ahnung, aber ich fahre mal hier lang. Okay, da ist von vorne. Strecke. Kommen die Cops jetzt auch von vorne? Shit. Okay, das war aber gar nicht so schlecht. Okay, was sollen wir machen? Hier ist die Baustelle natürlich, da hätte man sich auch gut verstecken können. Okay, halt dich fest. Aua. Schildkrötenstrategie, das klappt schon. Bleib drin. Warte. Aussteigen ist dein Tod. Nicht zwingend. Nicht zwingend, ja, da hinten geht's. Stimmt, hier sind wir. Aber da komme ich auch irgendwie rein. Und hier nicht. Shit, das war die Motorhaube, beziehungsweise Stoßstange. Scheiße, der kommt da rein, Alter. Hier kann man hochklettern. Oh mein Gott, der Heli ist hinter mir her. Oh mein Gott. So, der sieht mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Geil, hier ist echt super. Hier können wir dem entkommen. Das klappt. Ich bin auch versteckt. Ich bin so im Fahrzeug. Ich hab mich an so einem Holz, an so Holzbalken habe ich mich versteckt. Drei Sterne blinken. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin auch auf der Flucht gerade. Ich glaube, es klappt. Ich bin auch ganz gut dabei gerade. Es war ein super Raub, nicht? Ja, vor allem, welcher so. Verkäufer ist denn so mutig und zückt gegen drei Stück eine Waffe? Und ich muss unbedingt Kohle, nicht Kohle, sondern hey, für die Crew freigeschaltet, Crew-Herausforderung. Und daneben ist ein Fallschirm. Übrigens, während ich mich verstecke, zahle ich die Kohle schon mal ein. Dann kriegen die Bullen die nicht. Das ist eine ganz gute Idee. Ich sollte auch mal ein bisschen was einzahlen. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen aufheben für die... Ah, okay. Das ist ja geil. Hey, meine Sterne sind weg. Meine auch. Und ich bin gleich Level 6, weil ich war ja der Einzige, der nicht so groß vorgespielt hat auch. Oh. Gefühlt. Okay, Finanzen und Dienste. Hua! Maze Bank. Hauptmenü, Einzahlung. Scheiß Bulle, wollte ich überfahren. Sind so blöd, ne? Aber 500 ja, ja. Zahle ich mal ein. So, jetzt habe ich genügend auf der Bank. Na, du scheiß Bulle, hau schon ab. Liebe Polizisten, die diese Sendung jetzt wirklich gucken oder diese Serie, es ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist natürlich, das klang vorhin aber noch anders. Hey, ich glaube, du hast hier geparkt. Ach, guck mal, der Mafuyo schreibt mir gerade, nehmt ihr immer noch auf? Viele Grüße übrigens. Will er jetzt joinen? Ich weiß nicht. Wow, jetzt habe ich die Bullen wieder am Arsch, weil ich die Karre jetzt wieder geklaut habe. Vielleicht kommt er nachher, kann gut sein. Boah, Alter, ist der wahnsinnig? Hier sind noch Bundesbürger. So, also, komm wieder zurück hier, zu dieser Baustelle. Das ja, ja, super. Ich probier's gerade, aber leider habe ich die Cops jetzt nicht mehr am Arsch. Ey, die haben einfach die Karre hier weggenommen, die steht nee, das, nicht mehr. Nee, hier ist die Karre. Boah. Alter, da bist du. So. Bleib stehen, bleib stehen. Warte, ich hab die Bullen am Arsch. So. Du kriegst Sterne, wenn du bei mir einsteigst. Nee, du hättest hier stehen bleiben sollen und dann hier hoch. Das ist super. Ja, warte, ich hab hier geparkt. Jetzt kannst du einsteigen. Hier kriegen die mich nie. Na, hier kriegen sie mich nicht. Ja, ich glaube auch. Da kriegst du jetzt vererbst du erstmal die Sterne. Boah, die Karre sieht auch super aus, ich glaube. Ja, das lohnt sich voll, indem die sieht aus wie ein Fruchtzwerg. Ich hab keinen inzwischen. Stern mehr. Doch, jetzt hab ich zwei. Jetzt hast du zwei, genau, weil du bist ja mit mir im Täterfahrzeug. Und die blinken auch nicht. Und über uns fahren die Bullen. Wo sind die Bullen, die da angeblich so rum eher schweben? Auf den Straßen sind die irgendwo. Nee, gerade war der aber voll abgekommen von der Straße. Ja, der sucht uns. Ich finde, das sieht cool aus, wie wir mit den Masken im Auto sitzen. Ja, das sieht echt nice aus. Guck mal auch mal. Partners in Crime. Tobi! Wasserstand! Ja, ich fahr gerade zur Werkstatt und hoffe, dass ich genug Geld habe, um mein Auto zu reparieren, weil das sieht nämlich lustig aus. Ich habe immer noch Sterne, Alter. Ich auch. Ich wollte noch mal ein bisschen hierhin fahren. Hallo! Mach doch mal einen kleinen Sprung hier über die Brüstung hier. Nee, ich wollte mal gucken, ob ich die Karre vielleicht in die Werkstatt jetzt bringe. Jetzt wir nachher, jetzt lässt es ab. Oh, da kommen die Cops, nein! Nein, die kommen nicht. Das ist nur der Kegel, nein. Aber die sehen uns nicht. Ja, guck mal, wo der ist. Der ist da vorne. Siehst du den? Hä? Der ist hier im Gelände. Hier ist doch kein Cop im... Doch, ach, da hinten. Da ist ein Cop im Gelände. Der sieht uns hier aber nicht. Der wendet da hinten und fährt gleich wieder zurück. Fahren wir es gerade aus, lieber. Der fährt hin und zurück? Der sieht uns nicht. Jetzt, oh fuck it, jetzt kommt er. Nein, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Der sieht uns auch nicht. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir jetzt los. Sind wir weg. Siehste. Boah. Ja. Oh. Wenn du jetzt da rausfährst, haben wir die wahrscheinlich direkt wieder am Arsch. Gut, nächster Überfall oder was so. Machen wir? Ich würde erstmal gerne die Karre safe stellen. Ich würde die gerne mal, weil ich brauche eine Karre. Und ich finde die eigentlich ganz. Oder nee, ich hole mir eine andere Karre. Ich mache nicht die. Soll ich mir hier später an der Werkstatt warten? Kostet 2000, ne? Ja, ich weiß, Peilsender und dann Versicherung auch noch Vollkasko, das kostet nur 11.000 oder so. Die habe ich leider nicht. 11.000? Vollkasko ist sauteuer. Das kommt aber auch aufs Auto drauf an, ne? Das ist unterschiedlich. Also ich hatte eine super Karre, die nicht gespeichert wurde und die hat mich 11.000 Vollkasko gekostet. Also bei diesem Jeep hier habe ich 4.000 bezahlt. Ja, der ist auch scheiße. Oh, Backe, Alter. Aber. Nein, der ist scheiße, tut mir leid. Tobi, ich mag dich, aber der Jeep ist scheiße. Aber der ist doch eisweiß. Na dann. Ein Pluspunkt auf der Minusskala. So, jetzt warte mal, ich roll hier gerade auf meinem Kabel rum. Ich muss es gerade mal ändern. Bist du ein Rollergirl? Das ist ein WLAN-Kabel. So, wo bist du denn? Ich komme mal zu dir, lieber Tobi. Ich sehe auf der Karte gar nicht wohl. Ach, da drüben seid ihr. Komm gerade mal so ein bisschen zu dir. Sorry, Freunde. Bin ich hier richtig? Ach, du Scheiße. Sieht gut aus. Hier können wir ein Rennen machen. Ey, da vorne ist super. Fahr da vorne. Hinter uns.
Na, ich komme runter. Da vorne ist doch der nächste Laden. Nimm den auseinander. Mit der Karre willst du noch. Ganz ehrlich, guck dir mal von vorne an. Die wird doch eh voll verschrottet. Die fährt doch noch, Alter. Ja. Völlig überbewertet. Setz mal Wegmarkierung in den Raum. Okay, der ist doch direkt da oben. Du siehst den doch jetzt auf deiner Minimap. Nee, sehe ich gerade nicht. Ach, ihr seid über mir. Jetzt sehe ich den. Den haben wir natürlich schon mal ausgeraubt. Ich weiß nicht, ob wir das immer noch machen können. Doch, die haben dann halt wieder Geld, wenn Leute kaufen. Also da ist so ein Häkchen an dem Wagen, an dem Laden. Ja, das heißt nur, wir waren schon mal da. Ah, okay, abgecheckt sozusagen. Komm, dann machen wir nochmal, der wird sich freuen. Der kennt uns doch bestimmt. Ich hab nur so ein bisschen das Gefühl... Aber irgendwie hat das mit den Masken jetzt nicht so viel gebracht. Ey, ich muss doch noch Munition kaufen. Scheiße, ich vergesse es jedes Mal. Doch, wir hatten anfangs nur 2 Sterne, bevor der uns abgeknallt hat. Okay, ich gehe da jetzt rein und... Du gehst schon mit Knarre rein? Leere Waffe vor die Nase. Komm, halt ihm drauf. Ich kann nicht schießen. Nee, ich lass dich jetzt. Nee, mach, das geht schneller, wenn du schießt. Aber wenn ich schieße, dann haut er vielleicht wieder ab oder zückt seine Knarre. Nee, daneben schießen habe ich auch eben gemacht bei dir die ganze Zeit, das geht. Hol du dir die Kohle dann, du brauchst auch mal Kohle. Ich warte schon mal im Wagen, dann kannst du einsteigen und wir flüchten direkt. Okay, jetzt mache ich das so. Ich halte die Waffe auf den weiterhin gerichtet, geh rückwärts raus. Beobachte ihn gerade. Yo, er hat keine Angst. Er hat Angst. Ey, komm, steig ein. Okay, jetzt abhauen, Alter. Wie viele Sterne? 2. 2, alles gut. Dann sollten wir eigentlich aufs Dach klettern. Stopp! Das ist echt gut. Willst du wirklich aufs Dach klettern? Hier sind direkt die Bullen neben uns. Jetzt lohnt sich's nicht mehr. Ah, die Flucht. Hier rechts. Oh, ganz geil eigentlich. Leider haben wir die Bullen direkt am Arsch. Da bringt uns das hier nicht viel. Wow! Ja, sind wir in den Kanälen, das geht aber. Ja, das Problem ist nur, dass es hier gleich von Bullen wimmelt. Ach, hier sind wir wieder. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn wir uns hier drehen, kurz, vielleicht kriegen wir die hier los, wenn wir jetzt hier hochklettern. Nee, bleib im Wagen, bleib in der Karre, bleib in der Karre. Die kommen hier nicht. Nein, kletter hier hoch. So easy. Also ich bleib jetzt einfach in der Karre wie vorhin, weil die Bullen kommen ja eh nicht her. Hier aber ganz bestimmt auch nicht. Guck mal ganz kurz auf der Karte. Sieht's voll gut aus, Alter. Hier voll. Guck dir erstmal an. Das hier sind wir. Okay, das hier merke ich mir einfach mal. Hier müssen wir immer hin, wenn die Bullen kommen. Ja, das ist ein guter Punkt in der Ecke. Guck's mir auch noch mal auf der Karte an, damit wir hier Service für die Leute. Und ich komme mal zu dir. Ich schau mir das. Ach, die Bullen sind schon wieder weg, siehste. Ja, das war mal echt ein gelungener Raub. Vielen Dank. Und vergiss nicht, die Kohle einzuzahlen. Oh, cool. Ne? Ich bin gleich Level 6 endlich mal. Super. Kohle einzahlen ist eine sehr gute Sache, da hätte ich dran denken sollen. Das mache ich gerade mal schnell. Ich gehe mal kurz ins Internet. Wartest du? Obwohl, ich springe bei dir ins Auto, mach's während. Ja, easy. Vorsicht, die Hose wird nass. Ja, das kenne ich. Nein! Doch. Tobi, was machst du die ganze Zeit? Wie bist du eigentlich? Ich habe gerade versucht, auch einen Laden zu hochzunehmen, weil ich keine Kohle mehr hatte. Dann mach das doch mit uns, dann machst du ja machen wir doch zusammen. Aber nein, lass erstmal jetzt zum Waffenladen fahren. Bitte. Ich war gerade an dem Laden. Markier mal einen auf der Karte. Ja, mach ich mal. Haben die mein Auto schon? Ah, hier steckt einer um die Ecke quasi. Boah, der Wagen zieht nach rechts. Die haben ja irgendein Problem mit. Hier. Ah, okay. Aber das lohnt sich nicht so zu fahren. Ja, genau so lohnt sich eher. Sag ich, das lohnt sich nicht so zu fahren, gibt's uns eine neue Eddy. Die Karre ist schon leicht dezent im Arsch. Vielleicht glauben wir eine neue. Wir werden doch. Guck mal, hier bist du vorhin rausgefahren. Das mach ich jetzt auch mal. Ja, das ist super. Genau, wenn er geradeaus und dann rechts, dann bist du auch sofort wieder da, quasi, Alter. Quasi Modo. So. Rechts. Hey, ach so. Du so lang? Nee, du willst ja zu Emination, stimmt ja. Ja. Warte. Wie du mir jemals auf die Waffe gegeben hast. nein. Aber diesmal hat es ja geklappt, zum Glück. Ja. Ein Traum. Ich den ja so geschossen habe. Also voll ins Gesicht vor allen Dingen auch noch. Die besten Bankräuber der Welt. Rang erhöht, Schläger. Oh, hab ich gerade gar nicht gesehen, den Typen. Holy shit. Schön. Nach der Folge muss ich mich für die heutige Aufnahmesession leider verabschieden, weil mein Hals gerade echt extrem im Arsch ist. Sonst hat das Folgen, ne? Achso, warte. Ist das... Oh. Goddammit, ist das hier? Ach, da ist es ja schon. Lass die Motor aber mal da, das ist nur Ballast. Seid ihr denn? Der macht ja gerade schon Laden wieder hoch am Hochnehmen. Nee, wir holen noch ein bisschen Munition bei Emination. Boah, komm ich neue Magazinerweiterung. Mikro-MP. Großes Magazin. Cool. So, Pistole. Habe ich eigentlich noch Muni, aber nehme ich mal ein bisschen mit. Kann ja nicht schaden. Aber ich spare erstmal auf Karre.
größeres Magazin brauchst, also sehr teuer, ne? Hä, ach, warum habe ich nur noch 500 auf der Bank? Na, du geile Sau. Warum habe ich nur noch 500 auf der Bank? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kannst du alles noch nicht kaufen hier, die ganzen anderen Waffen? Guck dir mal die Minigun ganz rechts an. Oh, ja, die ist krass. Die eine, 120, ja. Das ist so krass. Ich will auch gar nicht wissen, was die kostet. Die wird bei mir noch nicht mal angezeigt hier gerade. Teilweise ganz coole Schuhe hier übrigens im Laden. Ich hätte gern diese Uzi, die Micro-MP. Was denn? Die könnte man sich sogar kaufen für 3750. Eine Uzi? Ja. Uzi ist eigentlich schon sehr geil. Ich brauche nur Geld, dann brauche ich noch 200. Hat ihr mal 200 für mich oder seid ihr auch so arme Schlucker wie ich? Versuch mal, ob ich dir was überweisen kann, weil vorhin ging es immer noch nicht. Aber du hast ja selber so wenig, oder? Ja, dafür wird es noch reichen, aber ich kann nichts überweisen. Die Gesamtmenge an Bargeld, die du heute noch überweisen kannst, null. Wo krieg ich denn Muni, Freunde? Du kannst auf die Pistole gehen und dann halt Munition kaufen. Du musst aber erstmal auf die Pistole gehen. Ah, 24 Schuss, okay. Ich kaufe einfach übertrieben viele Schuss jetzt für die Pistole. Ja, ich habe 300 oder so immer. Ja. Aber das Crew-Emblem ist echt pottenhässlich, da müssen wir nochmal nachrüsten. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich sehe ein bisschen aus wie so eine traurige Angela Merkel. Vor allem rennen wir hier die ganze Zeit in den Masken rum. Tennis und Golf müssen wir auch mal spielen. Ich fordere euch zum Golf heraus. Ach, Angela, mach dir nichts draus. Boah, Alter, die Karre sieht so gut aus. Jo, jetzt können wir auf jeden Fall wieder ausrauben. Ah, warte, für die Schrot sollte ich mir auch noch Muni holen. Sorry, habe ich verpeilt. Tut mir leid. Okay. Eine Sekunde bitte noch. Geht recht schnell. Wo ist denn die Schrot nochmal? Ah, die war da in der Wand, ne? Hä? Warum kommen was da die... Da? Ah, da ist die abgesägte Schrotflinte. 16 Patronen. Ich guck mir die Reifen mal genau an. Ich gebe jetzt so voll viel Geld, weil die Munition verlieren wir ja nicht, ne, wenn wir sterben, oder? Nee. Ach, die Reifen hat der sogar noch. Ich dachte, der wäre auch schon weggeschrotet auf einer Seite. Geil, jetzt habe ich wenigstens fett Munition für die Schrot und die Pistole. Kann ich ja schon mal einmal richtig aufräumen jetzt hier. Und jetzt klaue ich mir ein Auto. Der sieht ja fast aus wie meiner. Den kann ich mir guten Gewissens klauen. Oh, den hatte ich eben auch geklaut. Ach, ist das deiner, den du gerade geklaut hast? Ja, sorry, aber dann nimm den wieder zurück. Nee. Warte, ich klaue mir einen anderen. Dann mach ich habe auch eine neue Karre. Ich nehme den hier. Ich steck mal beim Kronk ein. Der gefällt mir ganz gut. Das traust du dich? Ja, okay. Ausnahmsweise mal. Aber wohin, wir ihn wohin geht's? Keine wohin geht's Ahnung, denn? Wo willst du denn hin? Und zeigt die Markierung. Nirgendwo hin, weil wir am Emanation waren. Die Markierung ich zeigt... Ich hab jetzt Tobis Markierung. Nee, warte, die zeigt zu irgendeinem... Zum Schrottplatz. Warte mal, hier ist ein Laden. Ich glaube, den hattet ihr aber eben erst, ne? Okay. Ja, dann gehen wir zum nächsten Laden. Oder sollen wir was anderes machen als einen Laden? Wir könnten noch mal in der Folge noch ein paar Läden, oder? Wir könnten auch jetzt die beiden Autos, die wir hier haben, zum Dings fahren und die verticken. Zum spontan. Ja, das wäre eigentlich ganz geil. Autos verticken ist eine gute Idee, sollten wir sogar machen. Oh, Bullen. Wir können auch ein spontanes Rennen mal machen, auch lustig. Ich habe die Bullen gerade am Arsch. Warum? Ach so, weil ja. Weil die Karre geklaut ist. Ja, warum? Warum denn nur? Wohin willst du? Ich verstecke mich. Ach so. Was ganz Neues. Oh, jetzt ein Gewitter. Boah, der Mond sieht auch stylisch aus. Also Scheiß-Cops, ey. Oh, Tobi, mit dir ganz romantisch hier im Mondschein. Da wird man auch ganz anders mit deiner Angela Merkel-Maske. Nimm bitte die Hand von meinem Bein. Oder nee, lass mal, fühlt sich gut an. Die sind alle hinter mir her, glaube ich, keine Sorge. Was hast du da? Ja, Busschlüssel? Das ist nur ein Balkon, verdammte. Nein! Das ist nur ein Balkon, ich dachte, ich könnte hier irgendwie durch. Oh mein Gott, die haben mich gleich. Ich mache jetzt lang mal Türken-Disco. Ach du Scheiße. Das heißt so, das habe ich mir nicht ausgedacht, das heißt wirklich so. Was ich ja auch geil finde, ist, wenn man hier so Lowrider machen könnte, dass die Wagen so wackeln, so. Das wäre auch cool. Ach Alter, wir werden schon wieder gesucht. Alter, jetzt kommt der Walli hierher. Jetzt weißt du warum. Mann. Hey Alter. Doch kein Problem. Oh, jetzt schneiden wir auch den Fluchtweg ab. Alter, was ist denn das für ein Mongo? Ja geil, wir kommen hier nicht mehr weg.
Danke, Walle. Ey, du bist so ein Spacko. Du bist der schlechteste GTA-Spieler der Welt, Alter. Das war ja auch extra, Mann. Ne, überhaupt nicht. Ich hab dich doch auch extra weggerammt gerade. Mann, ey, wir hatten keinen Stern mehr. Es war doch lustig. Und der Wagen war cool. Ich bin extra zu dir gefahren, damit ich... Boah, wenn man so einem Team hat, echt... Ach, das ist doch witzig. Jetzt haben wir doch auch keinen Stern mehr. Und der Wagen ist genauso cool, den können wir uns auch schnell wieder klauen. Warte, ich mach mal ich probier mal. Ach so. Ich fand das gut gerade. Was ist los? Eigentlich, wenn ich auf der Motorhaube stehe, cool. Aua. So, schönes neues Auto. Ah, der will mich rausholen, der Penner. Ja gut, dann muss er jetzt sterben, sorry. So. Cool. Alter, wie geil. Was denn? $27 bekommen. Ja, Hammer. An den Tobi. Fahr weiter, ich nehme mir den nächsten. Soll ich noch stehen bleiben? Nee, ich schnapp mir den nächsten, Alter. Hast du schon, okay, gut. Ja. Fand ich gerade lustig. Wo fahren wir überhaupt hin? Ich höre die Bullen schon wieder, aber die sind nicht hinter uns her, ne? Nee. Alter! Alter, schießt, der fängt auf einmal an zu schießen auf den Reifen. Ich hatte keinen Stern, der fängt an zu ballern auf den Reifen also direkt. Ich hab Bullen hinter uns her, hinter mir. Ich auch, jetzt ein Stern, ja. Ja, ebenfalls. Ich habe jetzt zwei Sterne, ich weiß aber nicht warum. Ich hab's gemacht, nur geklaut. Jetzt hab ich auch zwei Sterne. Erich. Alter. Die finden mich hier nie, scheiße. Ich folg dir auch noch, ey. Das war dumm. Mach sowas nicht. Boah, die Karre, die ich hab, ist viel zu langsam. Um irgendwas mit zu reißen. Da kann ich nur Scheiße mitbauen, glaube ich. Alter, falscher Knopf. Jetzt okay, was suchen wir uns denn aus? Hier rüber? Wieso schießt der auf mich? Wieso schießt der auf mich? Ich hab doch nur ein Auto geklaut. Yo. Ich bin doch lieb. Ah. Alter, und hier ist noch Zaun. Da kommt man nur mit einem gewissen Schwung rüber, glaube ich. Oh. Über diese Brüstungen. Über Günther Strack. Achso. Ah, hier. Ja, Mann. Ja, Alter, jetzt kommt der Walle schon wieder hierher. Boah, nee, das bin ich. Achso. Boah, ich dachte, das Auto explodiert. Explosiert? Nein. Explosiert, Alter, geil. Wieso? Jetzt war richtig gut, die Aktion. Na? Es muss ja bei Vanilla Unicorn, die schärfsten Mädchen und Los Santos gibt's in Vanilla Unicorn. Da werden Frauen seit 1984. Alter! Das ist mir auch passiert gerade. Hä, durchs Gelände? Ist das verfügbar? Interessant. Da kommt ein Zug, wollen wir uns umbringen? Jetzt zu spät, ich bin schon weit oben. Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Hey, 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 ich bin dein Kind dieser Stadt. Papapelapap. Also, ich bin die Polizei los. Oh, Backe. Oh, Backe. Und ich auch. Aber ich stehe hier ganz alleine am Straßenrand. Oder gehe mit meiner schönen Maske. Was mach ich denn jetzt hier oben? Nicht mit deiner Laterne. Warum gehen wir eigentlich die ganze Zeit mit so einer Maske rum? Warum hast du eigentlich so eine Maske auf? Da fängt es wie an zu stöhnen, anfängt sofort. Warte mal, ich leg dir da mal Stroh hin, Moment. Ich bin wieder bei dem Schrottplatz unter der Brücke. Vielleicht kann mich hier jemand abholen, wenn einer mag. Ich weiß gar nicht, wo Tobi ist jetzt gerade. Ich beobachte dich da oben, was du da machst. Ich bin Freeclimber. Das ist meine Passion. Warte. Der Tobi ist ein alter Spanner. Ach, cool. Geländer runterrutschen geht auch. Ach, hier ist auch leider Zaun. Ich mach eine kleine Jogging-Tour. Komm, Schnucki, fahren wir. Wollen wir zum Walle fahren, ja? Ja, machen wir mal. Besuchen wir den Waldemar. Waldemar, genau. Wir haben ja wieder voll viel geschafft, die Folge, ey. Wir waren super. Ja, also diesmal gar nichts. Ja, mal wieder. Nächste Folge wieder Online-Server? Ey, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Oder okay, nächste Woche wieder Online-Server. Nächste Woche vor allem. Wir müssen uns aber echt mehr auf Autos verkaufen, konzentrieren. Ja, vielleicht verkaufen wir noch ein Auto gerade. Ich wollte ja die geile Karre verkaufen. Jetzt habe ich keine mehr zu verkaufen. Sorry, das habe ich echt. Wir renten auf der Straße. Und das Problem ist. Nee, nix da, mein Lieber. Problem ist Premium. Entschuldigung. Premium-Karren kann man übrigens auch nicht verkaufen, ne? Wollte ich mal sagen. Aber hier den können wir verkaufen. Hier ist auch schon nächste Los Santos Customs und da kriegen wir ein bisschen Asche. Oh, das war irgendwie so ein Gangster, der so ein Austicker-Typ. Willst du den verkaufen, Erik? Nee, mach du mal. Ich hole mir dann irgendwie eine neue Karre. Achso. Wir verkaufen jetzt Karren. Aber danke dir. Noch am meisten, oder? Ja, ich suche jetzt auch nochmal eine Karre irgendwo am Straßenrand. Einfach hier in der Nähe und einfach die Karren verticken. Nee, du kannst so eine pro Stunde machen, ne? 48 Minuten oder so ist der Timer, glaube ich. In Echtzeit? Also in Echtzeit, ne? Ja. Genau. Okay. Wie kann ich die verkaufen? Einfach reinfahren und nach unten verkaufen, genau. Wow, 6.000, Alter.
Bei den Mexiko-Schlitten krieg ich 800. Glücksgriff gehabt. Alter, 6000 verkauft. Wahnsinn. Das ist echt ein Glücksgriff. Boah, da muss ich jetzt gerade mal schnell die Bank an. Guck mal, mein Handy klingelt auch schon wieder. Den ganzen Abend klingelt schon mein Handy hier. So, ich hoffe... Du trägst mehr als 5000 bei dir. Nee, ich hoffe, okay? ich kriege die auch von anderen Spielern gestohlen werden könnten. Deswegen muss ich auf jeden Fall hier... Ja, Leute, wenn ihr Geld braucht, mal, ne? Vorsicht, Mädels. Dürfte viel geben, Alter. Oh. Oh, jetzt nicht mehr. Ah, ich muss jetzt Internet. Bravado Buffalo, Sportwagen. Boah, der sieht echt gut aus eigentlich. Der müsste echt viel geben. Der sieht auf jeden Fall besser aus als meiner, den ich gerade hatte. Verkaufen, 3200, siehst du? Dann lohnt sich dieser billige Jeep am meisten? Das ist strange. Ich glaube ja. So, Fahrzeug verkauft, naja, 3000 in der Hand oder Spatz auf dem Dach oder was weiß ich. Alter, ich habe 7000 auf dem Konto, Wahnsinn. Komm ich, wie lange man komme spielen ich muss, zu Geld? Bis man so ein Apartment für 100.000 kriegt. Ah, das kriegt. Überweisungsprotokoll gibt's aber auch. Ja, genau. Ich zahle auch nochmal schnell ein hier, Ausgaben alles, was ich für habe. Gesundheit und Kaution. Ach, krass. So, Finanzen und Dienste, das werden wir oft machen müssen. Alles einzahlen, was wir haben, damit das nicht gestohlen werden kann. Aber es wird auch voll viel geklaut vom Konto. Naja, wenn du stirbst zum Beispiel, dann zieht das Krankenhaus was ab und so. Ja, da bezahle ich aber echt massig. Ich habe jetzt 9.000 auf der Bank. Ich 7.000, irgendwas, aber nichts mehr in der Tasche. Doktis, kaufen Sie heute ein Boot. Kann ich ein Boot? Ach, Boote kaufen. 413.000, die Marquis. Ah ja, Jetmax oder das billigste Boot. Oh. Das wäre auch eine nette Idee. T-Shark kostet nur 16.000. Tropic 22.000, geil. Hat die Luxuskarren angeguckt, die man da kaufen kann, für 1 Million und sowas? Ja, oder die Häuser. Ja. Mit Garage für 6 Wagen und so, ist schon geil. Frag mich nur, wenn du dir so ein Auto für 1 Mille kaufst und das geht mal kaputt, ob du das dann wieder kriegst dauerhaft oder ob du dir nochmal eins kaufen musst. Dafür musst du Vollkasko machen, wenn es kaputt geht, kriegst du es wieder. Ah ja, okay. Es gibt erstaunlich wenig Läden in der Umgebung, die sich noch überfallen lassen. Hier vorne wäre noch so einer. Ja, es gibt generell, in der nächsten Folge machen, ne? Es gibt generell sehr wenig Läden eigentlich, aber die kann man halt reihum überfallen. Läden? Ja, dann würde ich sagen, wollen wir in der nächsten... Was machst denn du? Guck mal, gerade eine Karre und die will ich behalten, wenn es geht. Ah, das wird nix. Das ist schon wieder so ein... Ach, schon wieder so ein gleicher. Wusstet ihr, dass man GTA-Dollar über den Xbox Game Store kaufen kann? Nee, echt? Das ist ja was ganz Neues. Krass, oder? Ey, die hier bringen echt 6.000, diese stinknormalen Jeeps. Ey, ich hol mir dasselbe Fahrzeug nochmal, Erich. Okay, das ist gut. Kästner. Hast du wirklich Erich Kästner? Tobi, du kannst doch einsteigen, wenn du willst, ne? Honecker ist auch gut. So, dann würde ich sagen, werden wir mit diesen gelben Brausebienchen hier in der nächsten Folge weiter durch die Gegend preschen. Bis dahin, Freunde. Ciao. Tschüss. Heiliger Bimbambino mal wieder, ey. Meine Fresse. Wir kriegen nicht so viel gebacken in GTA, auch wenn wir nicht gejagt werden, oder? Na, eigentlich schon, weil wir uns damit vor den Bullen verstecken oder gegenseitig umbringen aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es wird schon, vor allem die Aufträge werden auch größer, die Summen werden größer. Das kriegen wir alles hin in den nächsten Folgen und dann vielleicht auch wieder online mit anderen Spielern. Mal schauen. Und poco dinero haben wir bereit. Genau, danke fürs Zuschauen und ciao mit V.